Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka, weiter geht's mit Rusty Lake Roots. Und schaut mal, unser Baum, der ist doch schon ganz ordentlich. Wir haben schon einiges geschafft. Wir haben angefangen mit James, Mary hat er geheiratet, daraus sind Emma, Samuel und Albert entstanden. Samuel hat Ida geheiratet, daraus ist Leonard entstanden. Albert hat merkwürdige Sachen gemischt. Daraus ist Rose entstanden. Frank saß im Keller. Den haben wir da befreit. Ist das nicht schön? Eine wundervolle Familiengeschichte. Mittlerweile sind die meisten schon tot, aber das gehört mit dazu. So, auf der rechten Seite, da ist das Zeichen am niedrigsten. Deswegen fangen wir da an und werden jetzt mal schauen. Es ist ein anderer Zweig. Vielleicht geht es nicht um Rose, sondern um was anderes aus diesem Experiment. Wir schauen mal. Ach, Albert ist noch nicht tot. Na, immerhin. Aber er macht irgendwas mit Frank, und zwar im Herbst 1926. Sie spielen Schach. Bestimmt nicht ganz normal. So, na gut, dann fangen wir mal an. Cerebrum. Ein Messer sehe ich schon mal. Cerebrum hat was mit dem König zu tun. Gut zu wissen. Wir werden auch diesmal wieder ein Organ bekommen. Wenn wir es denn schaffen. Okay. Das ist das eine Mal, dass ich beim letzten Mal mal in die Lösung geguckt habe. Da war das ein Rätsel, das so aussah. Damals war es so, dass man alle Ecken anklicken musste. Oder so oft, wie es Ecken gab. Das habe ich nicht geschnallt. Aber wir schauen mal. Wenn wir jetzt, müsste es doch sein. Oben. Unten. Unten, oben, oben, unten, unten, naja, vielleicht auch nur jeweils einmal, wir gucken mal. Oben, oben, unten, unten, oben, oben, unten, unten, oben, oben, nö. So war es schon mal nicht. Genau, einmal raus und wieder rein, damit wir wieder von vorne anfangen können. Jetzt ist die Frage, es kommt, also theoretisch könnte man ja sagen, das ist einer, der von unten hochkommt, ne? Nee, sogar anders. Warte mal, wenn das hier die Grundlinie ist. Na, Moment, wir müssen ja irgendwie runter und rauf. Muss ja irgendwie die... Also es fängt da oben an. Da ist ein Punkt und hier ist ein Punkt. Wir könnten sagen, dass, also wenn das, dann wäre das einer von hier, aber dann dürfte der Punkt, es müsste irgendwo eine Mittellinie geben. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man hier sagt, einer kommt von unten, einer kommt von oben, einer von unten, jetzt kommen zwei von oben, zwei von unten, aber das stimmt schon wieder nicht, zwei von oben, weil das ist länger hier. Zwei von unten, zwei von oben, zwei von unten, nee. Tja, schade. Hätte gedacht, vielleicht klappt das so. Also das ist jeweils einer. Das hier sind irgendwie anderthalb von der Höhe her. Das ist doch komisch. Okay. Also diese Boxen, die haben was gegen mich. Oder ich gegen sie, man weiß nicht so genau. Was möchtest du denn? Du möchtest, dass der Frank stirbt. Klar. Und du willst einen Keks? Nein, du willst auch, dass Albert stirbt. Und du hast einen Keks aber in der Hand mit drei Löchern. Ah, das ist eine Kartoffel. Verstehe. Ach, wir können einen Schachkönig aus der Kartoffel schnitzen. So, und was heißt Cerebrum? Was heißt denn Cerebrum nochmal? Müsste ich das übersetzen können? Also wahrscheinlich müssen wir erstmal diese Geschichte lösen und dann kriegen wir vielleicht die zweite Figur oder sowas? Okay. Wie oft müssen wir was klicken? Einer von unten. Moment mal.
Strich, Strich. Ich verstehe es nicht, warum das hier, also das ist eindeutig jeweils 1, das sind irgendwie 2 und das ist auch einer hier oben, aber das ist doch nicht einer. Aber gut, gehen wir mal davon aus, weil das hier viel zu hoch ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass es auch jeweils einer ist. Also es passt auf jeden Fall einer von oben hier rein, aber ich bin mir nicht sicher, was das heißt. Also schiebt man von hier... Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir fangen oben an, ja? Jetzt sind wir hier. Aber dann würde das heißen, wir gehen einen runter, oder einen rauf, zwei runter, zwei rauf, einen runter, einen rauf, einen runter, einen rauf. Ja, schön wär's. Schön wär's. Ah, diese Schweine. Diese Rusty Lake Schweine. Wo habe ich jetzt angefangen? Oben. Jetzt mache ich das gleich nochmal von unten. Weil es könnte ja auch sein, dass man quasi den Block da hochschiebt. Moment, ich gehe einmal raus, wieder rein, damit es nicht sich was anderes merkt. Also einmal unten, einmal oben, einmal unten, zweimal oben, zweimal unten, zweimal oben, einmal hoch, einmal runter, einmal hoch. Will er nicht. Will er alles nicht. Mein Tisch knackt. Verzeihung, wenn ihr das hört. Oh, ich hasse es wirklich. Kann ich mit dem Messer was machen? Nee. Das ist doch furchtbar. Das Blöde ist, dass der schwarze Punkt da ist. Also man könnte auch sagen, nee, kann man nicht sagen. Was bedeutet ein Klick? So müsste man doch jetzt anfangen, ja? Heißt der Klick oben, dass der einen Schritt zur Seite geht? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Heißt der Klick oben, dass sich ein Block von der Größe nach unten durcharbeitet? Wenn ja, wo fängt das dann an? Dann wäre der erste Block unten, würde sich quasi hier hinschieben und der zweite wäre oben, der würde sich da hinschieben. Dann müsste sich da wieder einer von unten dagegen schieben, aber das habe ich schon mal probiert. Und hier passt es halt nicht die Bohne mehr. Okay, was kann es denn noch sein? Ich hätte gerne eine Basislinie. Das hier wäre Basislinie. Aber stimmt ja nicht, weil da ist der Punkt ja da oben. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte es. Ich habe es drauf geguckt und gedacht, ja, diesmal schaffe ich es mit dieser Scheißbox. Ist das erste oben? Also was soll man sonst machen? Oben drehe ich nach unten, drehe ich zur Seite. Wir können auch x mal draufklicken. Warte mal. Aber hier geht es ja zur Seite. Wir bräuchten noch eins für neutral. Einen Strich neutral. Es gibt hier Striche nach unten, welche nach oben und welche nach rechts sozusagen. Wie sollen wir die einzeln benennen? Das geht nicht mit zwei Knöpfen. Unten, oben, unten. Nee, das ist alles Schwachsinn. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir mal sagen, das hier wäre die Grundlinie, dann hätten wir jetzt hier 3. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2.
Stimmt das überhaupt mit den dreien? Das müssten ja auch nur zwei sein. Oh Mann. Komm, wir stellen mal 1, 2, dann einer runter, einer wieder hoch, zwei wieder runter, zwei wieder hoch, zwei wieder runter, ein wieder hoch, ein runter, ein hoch. Nee, so wird's nix. Wenn ich mal, ich kippe jetzt mal das, also ich kippe jetzt mein Gesicht so, dass ich von unten nach oben gucke. Ja. So, dann würden wir einmal nach rechts gehen. Dann links. Dann wieder links. Und rechts, links, links, rechts, 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 rechts. Obwohl, dann wäre es ja immer gleich, ne? Rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Oh Mann. Oh Mann. Irgendwelche Tipps, Junge? Ja, ich weiß. Ist irgendwas in der Tasche? Okay. Also, das muss doch irgendwie gehen. Das muss auch eigentlich, der Gedanke muss doch eigentlich richtig sein. Also, was soll es sonst sein? Oder? Ich mache das jetzt nochmal. Also oben, das ist ein Block oben. Dann geht es einmal nach unten. Dann geht es nach oben. Dann geht es zweimal runter. Wir haben jetzt oben angefangen, wir machen es gleich nochmal andersrum. Zweimal runter. Zweimal rauf. Zweimal runter. Einmal rauf. Einmal runter. Einmal rauf. Habe ich das nicht schon dreimal gemacht? Scheinbar nicht. Na gut, dann haben wir ein Pferd. Ich weiß jetzt nicht, was ich anders gemacht habe, ehrlich gesagt. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht wissen, was Cerebrum heißt. Hups. Warte kurz. Obwohl doch, das ist der einzige Ort, wo wir hin können. Sollen wir das jetzt Schachmatt setzen, das Ding? Wir kommen nur dahin. Jetzt können wir dahin. Dann kommen wir. Da bringt er uns um, glaube ich. Das heißt, wir müssen dahin und dann dahin. Sehr gut. Ja, sehr schön, lieber Albert. Sei froh. Du hast eine Mütze auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob der andere jetzt tot ist, nur deswegen, weil du eine Mütze auf dem Kopf hast. So einfach geht das nicht. Ach so, ich darf dich jetzt erst. Darf ich den jetzt umbringen, weil er verloren hat? Ist das so? Nee, Gott sei Dank nicht. Musst du was abgeben? Einen Fuß oder eine Hand oder sowas? Oder musst du was abgeben? Mann, jetzt habe ich doch das andere Rätsel gelöst. Ach, Cerebrum müssen wir jetzt legen, ja? Moment. Cerebrum. Alles klar. Dann geht's los. C. C. Re. Das war falsch. Okay, nochmal. Da wäre auch ein C. C. Re. Bro. Nein. Ein M gibt es doch hier gar nicht. Ah, vielleicht ist das denn der König? Mate. Checkmate. Vielleicht. Moment. C. C. Nochmal. C. C. Re.
Nee. Also da ist das U. Machen wir es mal andersrum. Cerebrum. Also müssen wir von da zu einem R. Da ein B. Und jetzt müssen C, Re. Entschuldigung, ich klinge total bekloppt, aber ist ja, so gehört sich das. E wäre da. C, Re, Brumm. Moment. C, Re. Wo war das jetzt? B. Wo war das jetzt? B, R, ist da ein R? Oder B? Nee, da müssen wir hin. U, Cerebrum. Da muss da ein R sein. Ja, da ist auch ein R. Brumm. Jawohl. Okay. Oh, Alter. Ja, das ist nicht so einfach. So, jetzt bringst du ihn um. Ach so, du warst ja auch weiß. Obwohl, weiß hat doch verloren. So, dann viel Spaß. Wie auch immer möchte. Er darf. Ja, drück zu. Albert war einmal und wir bekommen, ach wie schön. Wir bekommen ein Gehirn. Klar, dass wir beim Schachspielen Gehirn bekommen. Holla, holla, holla. Okay, alles klar. Wieder eine etwas schwerere Geburt. Aber wir haben es geschafft. 27. Ich habe übrigens beim letzten Mal falsch gezählt. Wir brauchten damals noch 7. Jetzt brauchen wir noch 6. Aber gut. So, einen machen wir noch. Auch wenn wir jetzt hier schon eine Viertelstunde verballert haben. Über eine Viertelstunde. Wir machen mal bei Frank weiter im Winter 1927 im Badezimmer. So, der hat ein Thermometer hier. Dann gibt es hier eine Anlage, um das Ganze zu heizen scheinbar. Und eine Wanne. Und wir können hier unten was reinlegen. So, das müssen wir wahrscheinlich hochkriegen irgendwie. Können wir die da abhauen? Das Fenster ist kaputt. Das kriegen wir zu. Lassen wir es mal zu. Dann ist es wärmer. Streichhölzer haben wir. Und zwei verschlossene Schubladen. Ein Spiegel. Ach, herrje. Der jetzt auch kaputt ist. Den wir jetzt langsam zerschlagen können. Das ist doch schön. Dahinter ist ein Schlüssel. Jetzt hat mir übrigens einer von euch geschrieben, da hätte ich ja auch selber drauf kommen können. Das hat man beim Ouija-Board gesehen natürlich, dass wir in diesem ganzen Spiel, glaube ich, den Geist von William van der Boom spielen. Kohle haben wir bekommen. Und Wasser gibt's auch. Ja, mach erstmal wieder aus. Wir können da mal eine Wanne drunter stellen vielleicht, jawohl. Ja, sollte langsam voll sein, oder? So. Wanne mit Wasser. Gut, entweder kippen wir das jetzt da rein. Du möchtest die Temperatur nach oben haben, das ist mir klar. Okay, wir kippen das da nicht rein, offensichtlich. Aber die Temperatur ist schon hochgegangen. Wie hat sie das denn geschafft? Achso, weil wir das Fenster zugemacht haben, logisch. So, dann kommt hier Kohle rein. Ah, das macht ja automatisch hier oben. Kohle rein, Feuer an, Klappe zu. Action. Klammer auch nach oben vielleicht. Jetzt ist der Ofen an und jetzt heizen wir auch das Wasser oder was? Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber mit heißem Wasser. Sehr gut. So, Temperatur ist schon ziemlich gut. Bitteschön. Jetzt sollte doch alles super sein, oder? Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlüssel.
Oder hast du jetzt einen Schlüssel für uns? Nein, du möchtest immer noch einfach nur, dass die Temperatur hochgeht. Das ist ja eigentlich das Gemeinste an diesen Spielen. Dass man immer zu 80% kommt man dann so schnell voran. Also jetzt beim letzten auch nicht, aber jetzt hier wieder. Und dann ist nichts mehr. Dann ist alles vorbei. So, dann können wir das wieder zumachen. Vielleicht. Oder wieder auf. Oder wieder zu. Man weiß es nicht. Kann ich die da rausholen wieder? Nein. Okay, ich brauche einen weiteren Schlüssel. Jetzt mache ich das Fenster wieder auf. Jetzt ist es wieder kälter geworden. Ist mir klar. Aber vielleicht bringt es ja was. Ich glaube nicht. Immer dieses bekloppte Rumgeklicke in einfach auf alles draufklicken, ne? So, ja, gut, schön. Dann mache ich das Fenster wieder zu. Dann lasse ich noch das Wasser laufen, wollte ich gerade sagen. Aber das bringt ja auch nichts, weil das ist ja wahrscheinlich kein warmes Wasser, oder? Das geht eh wieder aus. Ich habe ja gar nichts mehr jetzt. Ah, Moment. Ach, logisch. Verschieberätsel, klar. Okay. So. Gucken wir mal, Junge. Jetzt kommt nichts mehr durch. Sehr gut. Es ist warm. Jetzt gibt es den zweiten Schlüssel. Und jetzt ist da ein Toaster drin vielleicht. Nee, eine Schere. Jetzt schneiden wir ihm die Haare ab, oder was? Sein Bart. Und Haare. Mensch. Noch mehr? Da ist aber mehr rausgekommen als diese eine Locke hier. Aber die eine Locke reicht uns natürlich. War es das jetzt wirklich? Das ist ja abgefahren. Also manchmal bauen sie so Rätselrunden ein, wo man dann sich ein bisschen entspannen darf. Das ist doch ganz nett. Na gut. Die Badewanne war in Ordnung. Damit bleibt Frank wohl noch ein bisschen am Leben. Es war eine Schere und kein Toaster. So. Na gut, 28 von 33. Wir kommen dem Ende näher. Ene mene mu und raus bist du. Dann machen wir das. Frühling 1933. Der letzte Tanz von Frank, mittlerweile mit kurzen Haaren, und Rose. Sangui? Ja, wenn ich jetzt das verstehen würde, dann wäre es besser. 10 Sacrifices, 10 Family Members, eine Wiedergeburt. Das wissen wir schon. Werden wir mal schauen. Ah, okay. Da ist wieder so eine Box. So eine fiese Box. Ich frage erstmal, was sie wollen. Frank, jetzt mit kurzer Haare. Was möchtest du? Musik möchtest du? Du wahrscheinlich auch. Ja. Alles klar. Und das Ding wird wahrscheinlich nicht einfach so funktionieren. Jetzt mach wieder aus. Die Nadel geht kaputt. Dankeschön. Gut. Dann schauen wir mal in den Schrank da oben erstmal rein. Da gibt es die Flusssonate. Bloß ist es hier die Seesonate. Gut. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Und das ist das Rätsel. Rote Karte. Das wird ja wohl nicht alles gewesen sein. Okay. Ah, das war falsch. Okay, das ist auch so ein klassisches Schieberätsel. So rum. Okay, das finde ich gut. Da weiß ich, wie es funktioniert. Das muss erst dahin, dann muss das dahin, dann muss das dahin. Bin gespannt, wie viel es davon gibt. Das muss erst dahin. Nein, das war falsch.
Doch, nee, das war richtig. Das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin, das darüber und das darüber. So. Eins, zwei. Die beiden hier runter, darüber. Der dahin, dahin, der dahin, dahin. Nein! Ah! Eins, zwei, jetzt. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. jetzt geht es wieder von vorne los, oder was? Tja, interessant. Also das geht natürlich einmal so. Nee. Ah, doch. Dann darüber, 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 weg und weg. Ach, die Wanderbohms Family Time. Das haben wir selber aufgenommen. Das ist doch schön. Aber ich hätte lieber eine andere Platte als die Wanderbohms Family Time, weil die war nicht so cool. Genau, so klang sie. Tanzt ihr jetzt, oder? Ja. Nicht wegtanzen, Leute. Die hauen ab. Eins und zwei, drei, vier, fünf, 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 fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei. Hopp, dap, 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 da. Ich weiß nicht, ob hier noch was passiert, liebe Freunde. Ich glaube, hier passiert nichts mehr. Ich glaube, ihr könnt ausschalten. Ich bleibe jetzt dabei. Hört das nochmal auf. Ah, es hört jetzt auf. Das ist eine Platte mit Loop-Funktionen. Mal rüber zum Schallplattenspieler, mal gucken, was da passiert. Ups, ich war aus dem Takt jetzt. Komm, tanz rüber zum Schrank und gib mir einen Schlüssel. Ich tanze jetzt nicht mehr im Takt, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Die wollen mich verarschen. Macht den Schrank auf, Leute. Holt das Ding da raus, ist doch nicht zu fassen. Jetzt steht ihr wieder da. Na und, was sagt ihr jetzt? Ihr tanzt einfach weiter. Interessiert euch jetzt nicht mehr die Bohne, was ich hier tue, ja? Oh Mann, hast du einen Schlüssel in der Hand? Nee. Nimm mal die Platte darunter. Tanzt ihr auch zu nix? Ja. Interessiert niemanden mehr. Na gut, gibt es hier vielleicht noch die Wanderbohmenplappe irgendwie? Können wir die nochmal umdrehen vielleicht? Ich glaube, wir müssen wirklich irgendwie dazu tanzen. Das könnte echt anstrengend werden, wenn das noch eine Weile dauert. Dann tut's mir leid für euch. Eins, zwei. Ist ein Walzer, oder? Wenn das ein Walzer ist, müssten die aber anders hoppeln.
Eins. Also ja, was soll ich sagen außer eins und zwei? Das Einzige, was ich machen kann, ist nach links oder nach rechts. Boah, ich mach das Ding nochmal aus, das ist ja nicht zu fassen. So, also ich kann nur nach links oder nach rechts tanzen. Das ist das Einzige, was ich hier ändern kann. Zumindest soweit ich das sehe. Wir brauchen wieder irgendeinen Tropfen. Es könnte wieder ein Samentropfen sein oder sowas. Oder Sangui, ich weiß nicht genau, was das heißt. Das müsste ich gucken, was das heißt. Also in irgendeiner Form müssen wir hier ja zu Tode kommen scheinbar. Aber wir brauchen auch einfach nur einen Schlüssel, weil vielleicht ist diese Suite ja gleich ein bisschen besser. Also gucke ich nochmal hier, ob es hier irgendwo einen Schlüssel gibt. Irgendwo drin. Hier in der Family Time. Hier ist kein Schlüssel. So, gibt es hier einen Schlüssel? Und mach ja nicht das Ding an. Hier drin vielleicht. Oder wenn es spielt. Nee, kein Schlüssel. So, wenn es da keinen Schlüssel gibt und hier auch nicht, hier hinter wird wahrscheinlich auch keiner sein. Okay, hinter Bild kann auch einer sein. Da sind manchmal auch welche. Nein. Oh, die wollen mich immer so ärgern. Immer dann, wenn ich eine einfache Runde hatte, dann wird es schwieriger. So, und die hoppeln hier jetzt immer hin und her, die Jungs und Mädchen. Ach, Frank und Rose. So, liebe Leute, jetzt sind wir bei 33 Minuten. Im Let's Play meine ich. Ich will eigentlich nicht immer mittendrin aufhören hier in den Dingern. Aber gut, okay. Dann schauen wir nochmal, damit es uns besser geht, auf unseren großen Baum. Denn der ist echt nicht schlecht, finde ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich tanze dann jetzt nochmal 3 Stunden Walzer und guck mal, ob was passiert. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.